Das Wetter spielt mit, super nette Gesellschaft und man darf rumballern. Das ist ein cooles Samstag, finde ich optimal. Neben mir habe ich der Andi. Der Andi ist Präsident von der Schützenverein Hau Windenau. Genau. Andi, wie lange bist du schon beschäftigt in dieser Position? Also allgemeiner Schützer, wie bist du dazu gekommen überhaupt? Ich bin 1989 habe ich angefangen zu schiessen mit der Pistole. Mein Onkel hat mich da hergebracht. Und 1995 habe ich dann die Schützengesellschaft gegründet und Präsident bin ich seit 2011. Und wie fühlst du dich in deiner Position? Läuft alles gut? Wie groß sind die Verantwortung? Ich kann mich sehr gut vorstellen, das ist natürlich wie jeder Verein ehrenamtlich, oder? Ja, die Verantwortung ist sehr groß, weil wir haben da natürlich verschiedene Disziplinen, verschiedene Distanzen und natürlich verschiedene Mitglieder mit verschiedenen Charakter und das ist eine große Verantwortung und von der Sicherheit her auch. Ich habe gute Leute, die mir immer helfen, dass wir die Sicherheit aufrechterhalten können. Was ich auch vorher gesehen habe, was ich auch richtig interessant gefunden habe, ihr habt auch Vorderleiter. What? Das ja, die Vorderleiter. Was sind das für Gewehre? Sind das historische Gewehre teilweise? Oder? Zum Teil historische Gewehre, zum Teil Replikas, oder? Also Nachbauten und so weiter. Oder? Die kommen eigentlich aus weltweit. Großteil Europa, oder sind italienische, sind deutsche Produkte und so weiter. Aber zum Großteil sind Replika heutzutage. Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr in die Vereine ungefähr, plus minus? Rund 160. 160? Also die, ah ja, stimmt, ich habe schon die Location angeschaut, also ich habe schon eine relativ große Schießanlage. Was sind die verschiedenen Möglichkeiten für die interessierte Schussportler, für die potenziell interessiert. Was bietet ihr alles von den verschiedenen Entfernungen, verschiedene Pistolen, Gewehr? Also fangen wir an, 300 Meter Schüsse mit Stummgewehr und Ordonnanzgewehr, also Schweizer Armeegewehr, mit Standardgewehr und Karabiner natürlich. Und 50 Meter tun wir Pistolen, Kleinkaliber, Grosskaliber, genauso wie 25 Meter auch Kleinkaliber und Grosskaliber, zum Teil Revolver. Und 50 und 25 Meter tun wir noch Vorderlader, also 50 Meter Vorderlader quer und Pistolen auf 25 Meter und auch 300 Meter quer. Und dann dahinter, in dem 10 Meter Stand, tun wir mit Luftgewehr, Luftpistolen, und mit Armbrust auch. Ja. Das ist das, was wir da haben. Also es gibt eine sehr große Anzahl von verschiedenen Schießmöglichkeiten. Das finde ich sehr interessant. Ich komme zurück zu den Vorderlader. Was sind das für Munition bei den Vorderlader, was ich benutze? Das ist eigentlich, Munition ist eigentlich, die man alles selber machen eigentlich. Das ist einfach das Pulver. Das ist einfach nur ein Pulver, das vorne reinkommt, oder? Und dann kommt eine Bleikugel rein. Rund oder Langgeschoss, also lange Geschoss, oder? Wo nachher reingeschopft wird und dann vielfach mit Zündhütli oder dann gibt's das Lunterschloss, oder? Ja. Oder es gibt ein Steinschloss, oder? Steinschloss ist einfach drin mit Feuerstein, wo einfach von angeschlagen wird und dann zündet sich in der Pfanne rein, zündet sich den Schwarzpulver und es gibt dann den Druck nachher, dass die Kugel fertig geht. Ja. Hast du schon selber Wettbewerb gemacht, Turnier? Ja, also ich war schon Schweizer Meisterschaften, mehrere Mal. Und auch Wittenau ist mal Zweiter geworden an der Schweizer Meisterschaft. Oder? Und Silbermedaille geholt, aber es war 1997. Gewesen. Ja. Also gestern? Ja. Ja, so ungefähr. 200 Jahre Schweizer Schützenverband. Was denkst du, wie hat sich dieser Schützenverein Tradition entwickelt, die letzte 50 Jahre. Ist das ein bisschen in positiver Bereich oder es gibt ein bisschen Zurückhaltung von potenzieller interessant? Ich denke, dass man, wenn man 50 Jahre zurückdenkt, also 70er, 80er, 90er Jahre, ist eher positiv. Und nachher halt mit verschiedenen Kriegen weltweit sind es meistens noch ein bisschen ins Negative reingerutscht. Oder man heißt ja, okay, es sind Schützer. Sie schiessen mit Kriegswaffen zum Teil, oder? Wir sagen eigentlich, es sind Sportgeräte, oder?
Wir tun das momentan so, also wir sagen da, dass wir auch können sagen, es ist unser Sport, es ist ein Sport, oder? Und es ist nicht für den Krieg ausgerichtet, oder? Das ist rein sportlich. Oder? Also bei mir das Schießen, das ist mit Revolver, mit Gewehren und mit Bogen, ich schieße auch sehr gern mit Bogen. Ich liebe sowas, aber es gibt natürlich Schützenvereine, aber immer ein bisschen dieser altmodische Blick. Ja. Wird das bei euch, Wittenau, für so ein kleines Interesse auf junge Schützen, oder sind ein bisschen mehr Generation von, also Kinder von, oder auch Urenkelkinder von ehemaligen Mitgliedern, die weitermachen? Also wir haben jetzt so, wir organisieren dieses Jahr einen Jungschützenkurs. Ab 15 darf jeder Schweizer Bürger 300 Meter schiessen, oder? Und wir werden dort unterstützt vom SSV und natürlich vom VBS, also vom Militär, noch, werden wir unterstützt, dadurch, dass wir auch Sturmgewehr 90 überkommen. Mhm. Oder? Und sonst, wenn wir auf 10 Meter Bereich sind wir dran mit Jungen, also ab 8 dürfen wir bei uns schiessen, oder? Mit Luftgewehr und Luftpistole. Und mache hier Kurs. Wir sind jetzt wieder am Aufbauen, einen Kurs am Aufbauen, oder? Um den Jungen, der Bevölkerung eigentlich Schiessen nachzubringen und ihnen sagen, dass es wirklich ein interessanter Sport ist. Die Sophia ist Schweizer Meisterin letztes Jahr auf 30 Meter in Armbrustschießen. Wie kommen wir auf einen solchen Sport für einen jungen Damen? Das ist ein ungewöhnlicher Sport. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also eigentlich durch einen Flyer. Im Briefkasten lag ein Flyer, da stand Armbrustschießen in Rheineck. Echt? Yeah. Ja. Und ich habe da noch in Rheineck gewohnt. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, geh mal schauen, hat es mir gefallen. Seit wann machst du diese Armbrustschießen? Ja, angefangen habe ich eben mit 30 Meter, also im Freien draußen im Sommer. Und das mache ich jetzt 8 oder 9 Jahre. 8, 9 Jahre? Ja. Hast du schon einige Turniere, kann ich mich gut vorstellen, oder? Wie bist du auf die Schweizer Meisterschaft gemacht? Hast du zuerst regionale Turniere oder Ortschaftsturniere? Bist du zu der Schweizer Meisterschaft gekommen? Ja, da schießt man zuerst einfach eine Qualifikation im eigenen Stand zu 30 Schuss. Und dann, wenn man ein entsprechendes Ergebnis geschossen hat, dann kann man an die Schweizer Meisterschaft. Ist das ein beliebter Sport in der Schweiz? Es gibt große Konkurrenz oder die Konkurrenz hält sich in Grenze? Es gibt schon einige Vereine, aber es werden immer weniger. Es gibt nicht mehr viel Armbrustschützen.